So, und da sind wir auch wieder. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Resident Evil 7. Wir spielen im DLC, fällt gerade der Titel nicht ein, perfekt, und sind mit Joe, Jacks Bruder, in der Pampa. Und hier gibt es gerade Alligatoren. Und Wurfspeere, zwei Stück. Alligator, kämpfen wir gegen die? Ich habe gespeichert. Ich will das mal wissen, was passiert, wenn wir hier reinlaufen. Hallo. Ich bin der Krokodilflüsterer. Also gegen Alligator gewinnen wir nicht. Das hätte mich auch sehr gewundert. Ich wollte das nur mal demonstrieren. Glauben Sie nicht, dass Sie einfach auf einem Alligator. Da stand was. Scheiße, ich konnte es nicht so schnell lesen. Irgendwas von wegen, man darf nicht einfach auf die zulaufen. Ja, nee, es ist ein fucking Alligator. Was erwarten die denn? Natürlich kann man da nicht einfach drauf zulaufen. Ich vermute mal, deswegen kriegen wir hier die Wurfsperre. Ist jetzt nur mal da. Einfach Theorie. Der ist tot, oder? Ja. Wurfskörper so selten. So, kannst du mir aber bitte kurz anzeigen, was man hinschreiben, was da steht bezüglich hier Alligatoren? Tierpuppen, zerstörbare Barrieren, schnelles Umdrehen, Alligator. Glauben Sie nicht, dass Sie einfach auf eine Abräumung. Die ganzen vom Schimmelpilz infizierten zu blutrünstigen Killermaschinen. Kann man sich die Tipps irgendwo anlesen, durchlesen? Okay, das heißt, ich kann nicht einfach auf die zugehen, weil. Das Problem ist, das sind ja drei. Ich lasse den einfach. Da wird sicher noch ein. Ja, natürlich. Boah, ja, das war sehr knapp getroffen. Okay. Natürlich. Natürlich. Mann, 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 Mann. Die sind ätzend. Okay.
Ich wollte die Wurfspeere jetzt nicht verwenden, weil wenn ich vom Alligator angegriffen werde, bringt mir, es ist egal, wie viel HP ich habe, ich sterbe ja eh. Da drin war noch einer, aber ich muss hier nicht alle töten. Wo ist der? Ich sehe nicht. Okay, ich glaube, es ist ziemlich egal, wo ich treffe, hauptsache ich treffe. Ich finde es schade, dass man die nicht wieder rausziehen kann. Oh, das ist der Save Point. Ah ja, dann einmal abspeichern. Gut. So, die Wahrscheinlichkeit, dass mich hier ein Alligator angreift, ist jetzt gering. In dem Spiel würde es mich jetzt auch nicht wundern, wenn da oben einer sitzt, aber... Das ist eher unwahrscheinlich. Okay. Metallschrott. Wo darf ich mir selber einen Speer basteln? Vielleicht ein wiederverwendbarer Speer, das wäre ja Premium. Und dafür zweimal werfen, zumindest mal. Kann ich die kombinieren? Ast, Metallschrott, Wurfspeer. Ast, flüssige Chemikalie, Fallbombe, ein von Joe selbst gebauter Sprengsatz. Ja, natürlich. Okay, also ich kann noch einen Wurfspeer bauen, man kann Wurfbomben bauen. Oh, crap. Oh, das ist ja ganz toll jetzt gelaufen. Und ich komme hier nicht hoch. Oh, fuck. Wo ist mein Speer hingeflogen? Bitte sag, dass ich da nochmal dran komme, nicht, dass der irgendwo gelandet ist. Bitte lass ihn irgendwo hier gelandet sein, nicht da unten. Okay, waren wir hier unten schon? Nein, aber jetzt bin ich natürlich voll in die Falle gegangen, ja? Was? Müssen erst alle Gegner in der Nähe. The fuck? Müssen erst alle Gegner in der Nähe töten, dass eine Holztür zerschlagen werden kann? Come on, Spiel. Ganz ehrlich, das ist so lame, wenn ein Spiel sagt, du musst das und das erst machen, damit das funktioniert. Weil es ist halt einfach... Da hört der Realismus halt auch auf irgendwo. Ah, noch hier speichern. Ja, das ist natürlich nett. Zum Glück habe ich das vorher gesehen. Mein Speer ist weg. Kacke. Hm. Schon. Ja, dann machen wir hier. Überschreiben wir halt das erste. Was
mal ein. Oh, lecker, lecker. Ich habe den dicken Gefühl leichter weggekloppt als alles andere. Das ist ein bisschen komisch. Aber gut. Ich beschäme mich mal nicht. Das ist ja wohl ein Witz. Das ist ja wohl ein Witz. Das ist ja sowas von ein Witz, dass der sich genau in dem Moment rumdreht. Mein Gott. So, ich hatte noch eine Made gesnackt gehabt, ne? Krieg mal richtig Hunger. So, hier unten war schon offen und dann haben wir hier. Okay. Gehen wir halt mal hier rum. Natürlich hat der mich jetzt bemerkt. Haben das nicht gerechnet, ne? Oh, hat er. Ich glaube, der hält nicht so viel aus, kann das sein? Ah, komm, lass mal kurz heilen. Ich glaube, der hält nicht viel aus, aber er macht wahrscheinlich viel Damage, wenn er trifft. Okay, ich gehe erstmal noch zu dem Kleinen da hinten hin. Mal schauen, was es da noch gibt. Vielleicht mal gucken, wie ich da reinkomme hier. Da ist noch eine Kiste, die würde ich gerne noch mitnehmen. Okay, wir haben flüssige Chemikalie, Metallschrott. Was können wir denn machen? Wir könnten da nichts machen, da nichts machen. Komm, nutzen wir das dafür. Ach nee. Okay, also Wurfspeer brauchen wir für den Dicken eigentlich gar nicht. Stehen hier also noch ein paar rum, das wäre natürlich cool. Ah, noch ein Ast. Lecker Made. Warum er die eingehaust hat. Ja. Ich spare den Ast mal noch auf. Ich hoffe, das ist eine kluge Idee. Komme ich hier irgendwo rein? Gibt es hier einen Durchgang oder komme ich da von unten? Ich glaube eher von unten, so wie das aussieht. Das muss die Medizin sein. Das muss einfach. Weil es in solchen Spielen ja nicht
miese Baits gibt teilweise, wo man sich denkt, ja, ja, das muss das sein. Und dann, komisch, das ist es ja gar nicht. Haben wir noch was? Nee. Okay, dann lass mal zeigen, wo sind wir denn? Ich habe das Gefühl, es wird hier was laufen. Klingt irgendwie so. Ja, okay, wir haben da unten halt zwei Dudes, ne? Kann ich mir so aussuchen, wenig Klatsch. Da, ein Schleich hat ja richtig gut geklappt. Kann ich den irgendwie zertreten? Ja. So, einmal dann. Du lebst ja immer noch. Was ist denn das? Der hat nicht mehr gelebt, ne? Der hat einfach nur rumgezittert. Super. Ach ja. Wenn du ein Spiel unnötig rauszögern willst, dann kämpft der Dude nur mit Fäusten. Weil es. Warum auch nicht? Ach so, nein, er hat ja noch Wurfschwere, stimmt. Ja, okay, da stand Klaus rechts einer. Jo. Okay, das ist irgendwie ein Loch, wo man rein kann. Oh, da ist ein Loch, wo man rein kann, habe ich gehört. Oh, Hallöchen. Champion-Puppe, was macht die denn? Ein unheimlicher Puppe für schwarze Magie. Für jeden Inventar erhöht er sich 5%. Wir sind schon bei 8% Schlagkraft erhöht. Gefällt mir. Bitte sag nicht, dass es. Das ist keine Sache. Gut. Also, wir können gleich gegen den Dude kämpfen, der wird ja wieder zu uns laufen. Sag mal, dieses, da stampfst du, dann leben die noch, ist so fies. Das ist richtig fies. So, wir können aber Sachen bauen. Lass mal sehen. Ich mache davon mal einen zweiten. Den Ast spare ich mir mal noch. Zweimal Metallschrott.
Was? Willst du mir sagen, dass ich dir mit der Faust besser zermatscht krieg als mit einem scheiß Speer? Das war sowas von wasted mal wieder. Wow. So, nochmal nachtreten. Nee, er ist tot. Der Speer bringt halt gar nichts gegen den Dicken. Und den Dicken zerkloppe ich mit der Faust leichter. Irgendwie ist die Balancing hier komisch. Sehr komisch. Naja. Okay. So, da kriegen wir eine Tür auf. Gut. Haben wir den Speer wenigstens wieder regeholt. Ansonsten. Den hätte ich fast übersehen. Nice. Wir können speichern. Mache ich erstmal. Nur ich speichere dann. Ach so. Warum wird das dann überhaupt angezeigt, wenn es nicht geht? Ich verstehe es nicht. So. Können wir auch hier weitermachen. So. Der Dude ist ein Hinterwäldler. Ich bin mal gespannt, wie der damit umgeht. Was? Ach, komm schon! Das ist es. Endlich! Lass mich hier was machen. Zack, links, rechts. Junge. Ah ja. Ausweichen ist halt nicht bei dem. Bin gleich down. Vielleicht auch nicht gleich. Wenn du Maden spuckst, esse ich die, gell? Das ist mir egal. Ich heile mich dadurch nur. Was macht der? Was macht der? Und stampf auf den Kopf. Komm, auf den Kopf stampfen. Da tut ein bisschen was. Ja, natürlich. Ja, komm. Den habe ich noch nicht gesehen. Nein! Da braucht es schon mehr! Einmal heilen. Junge, das ist ein halbes Wrestling-Event gerade hier.
Komm schon. Ficker. Ich wünschte, der Dude wäre schneller. Also nicht der, der uns angreift, sondern ich natürlich, ne? Komm her, komm her! Boah, die Rückhand, Alter. Hab ich auch gesammelt? Ja, hab ich. Komm schon, tu irgendwas, dreh seinen Kopf um 360 Grad, komm schon, komm schon, komm schon. Der Ficker kann nicht mehr, der kann einfach nicht mehr. Gefällt dir das, ne? Ich komme zu dir, Zoe. Alter. Okay. Das hat... Ich habe hier ein Bildschirm. Blur. Ach, hier gibt es komische Probleme. Okay, das war intens, der Kampf. Aber gefühlt, die Speere bringen nur bei den Krokos was. Alles andere ist mehr so nice to have. Und ich sehe mich da jetzt nicht wirklich so schon das Ding geben. Passiert auch safe nochmal was. Speichern. Sicherheitshalber. Sorry, ich hab die Medizin. Du wirst schon. Nein! Sorry! Mist. Das kam ja unerwartet, dass das nicht einfach jetzt geklappt hat. Mein Gott. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Folge wieder. Dann schwimmen wir den Dude hinterher, beziehungsweise fahren mit dem Boot hinterher. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao.